Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung der Neuheiten Dezember 2024 bis Februar 2025 und somit zum zweiten Drei-Monats-Prospekt in Folge. Mancher stellt sich die Frage, weshalb wir das machen. Wir möchten wieder zurück zur längeren Ankündigungszeit und somit für uns die Möglichkeit, eine bedarfsgerechte Produktion zu haben. Beginnen wir nun mit den PKWs. Der PKW-Sektor bietet neben vielen neuen, teils peppigen Farben, auf die wir gleich eingehen, auch wieder zwei Formneuheiten. Der Volkswagen Multivan, der als Nachfolger des Charan anzusehen ist, erscheint als komplette Neuentwicklung in den beiden Farben Pure Grey und Energetic Orange. Ebenfalls eine Neuentwicklung ist die nächste Generation der Mercedes-Benz G-Klasse, der Baureihe W465, zunächst in den Farben Schwarz und Smaragdgrün. Um das zuletzt dünne PKW-Programm wieder etwas breiter aufzustellen, hagelt es eine ganze Reihe neuer Farben. Vier Audi-Modelle mit dem Q2 in Vegasgelb, dem R8 in Mikromatgrün und den beiden Avant-Modellen A4 in Turboblau und A6 in Tangorot. Der Alpina B5 Touring erscheint in Feuerrot Metallic mit goldenem Dekor. Die beiden EQS von Mercedes werden Chinablau und Kalahari Gold, wobei C-Klasse Limousine in Green Hell und T-Modell in Solar Beam farblich hervorstechen. Der Passat-Variant wird in Mangangrau erscheinen, in einer auf der Straße sehr häufig zu sehenden Farbe. Die drei Zuffenhausener Porsche bekommen schöne Farben, gepaart mit schwarzen Akzenten bei den Felgen, den Außenspiegeln und auch einem Dekorstreifen, der seitlich und auf der Frontklappe aufgedruckt ist. Neue Farben der Klassiker erhalten vom Citroën die beiden GS in Standard und Metallic sowie die Köende. Jetzt dann endlich wieder wird auch der Simca 1301 im richtigen Kupfermetallic erscheinen. Mercedes Heckflosse und VW Golf 2 GTI sind auch wieder mit am Start. Die gewerblichen PKW und Transporter werden mit vier Volkswagen-Modellen bereichert. Zwei Taxen auf Passat GTE und ID. Buzz, einem gelben Engel auf VW Charan und einem DB-Fahrzeug in Form des T61 Transporters. Der Blaulichtsektor erhält Zuwachs mit zwei ID.3-Modellen der Polizei Österreich und der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Neben Serienfortführungen unserer neutralen Reihe mit dem Absetzkipper erscheinen auch Feuerwehrfahrzeuge für Augsburg, Essen, Hamburg und Wuppertal. Zwei neue Gesichter ist der VW Crafter mit Zwillingsantrieb der Feuerwehr Laatzen bei Hannover und der RTW aus Bochum, bekannt durch die siebte Staffel der Serie Feuer und Flamme. Ein weiteres Blaulichtmodell erscheint mit einem aufwendigen Tiefladesattelzug vom Katastrophenschutz Niedersachsen mit MAN-Zugmaschine mit Ladekran. Auch der Bereich Nutzfahrzeuge bietet weitere Formneuheiten. So ist die Pro Cabin von Mercedes-Benz dann auch in der Gigaspace-Version hier als Verbrenner erhältlich in den Farben Weiß, Rot und Blau. Ebenfalls eine Formneuheit, wenn auch nicht ganz so umfangreich, ist der Volvo FH Globetrotter XL als Elektrik. Während die Front unverändert bleibt, ist eine neue Lüftungsblende sowie Seiten- und Heckschieber am Fahrerhaus und natürlich ein komplett neues Fahrgestell mit Batteriekästen notwendig geworden. Zwei weitere aufwendige Modelle ergänzen den Bereich der Solozugmaschinen. Die dreiachsige Volvo mit Schwerlastturm wird schwarz-rot und bekommt das Schwedenkreuz verpasst. Die MAN-Zugmaschine im Roncalli-Design ist sehr aufwendig und hat viele Drucke. Alleine der Koffer bekommt über 20 Einzeldrucke auf drei Seiten verteilt. Eines der Highlights der Spielwarenmesse Anfang 2024 in Nürnberg waren die ersten Handmuster des Lieper-Teleskopladers T60-9S, der im Formenbau nun abgeschlossen ist und neben der Schaufel auch eine Palettengabel erhält. 2025 werden hier auch weitere Bedruckungsvarianten folgen. Weitere Baugeräte sind mit dem Lieper A29 von Max Wild und der Hamm-Tandemwalze von Strabag in der Ankündigung. Passend zum Transport der Tandemwalze erscheint ein MAN3-Seitenkipper mit entsprechendem TU3-Anhänger. Weitere Baufahrzeuge erscheinen mit dem Abraum-Containersattelzug in Kommunalorange sowie einem sehr schönen Kippsattelzug von Kiefer Transport. Max Bögel ist Teil der Neuheiten mit einem Britschen-Sattelzug, der einen Bürocontainer transportiert. Da PKWs und Nutzfahrzeuge auch mal liegen bleiben, gibt es Abschleppfahrzeuge für jede Größe. Während der Ampelwrecker von Kelpin für die Großen zuständig ist, bedient Auto Groth als ADAC-Partner die PKW-Sparte. Dieser Plateau-Abschlepper erscheint parallel auch als Minikit in Weiß. Der Sektor der normalen Nutzfahrzeuge bietet von allem wieder etwas und bestehende Serien werden fortgeführt bei Wir bewegen Deutschland mit einem 6 Meter, 8 Meter MAN-Hängerzug von Stickelmann, dem Nightliner von Ferntrans Haas, dem Teddybär von Silo Melmer mit neuer Zugmaschine, einem schicken Sven Radatz Modell, zwei Fahrzeugen der Spedition CTJ, einem DAF im Standarddesign und MAN mit Pfanne-Frischwerbung,
und einem Folgemodell auf dem AK12 von Knettenbrech und Gudulig sowie zwei weiteren DAF-XG-Modellen aus Österreich von A. Ebner und Wim Pissinger. Ebenso einem schlichten, aber aufwendigen Zylindermodell, wo alles in Sonderfarbe gehalten ist. Ferner haben wir bei den Sonderfahrzeugen auch etwas aufzuwarten. Martin Wittwer zeigt eine besondere Achskombination mit einem vierachsigen LKW und einem Zweiachshänger. Der UPS-Lang-LKW fährt genauso bei der Spedition Westfalen-Lippe. Wir hoffen noch, dass wir hier ein Co-Branding von UPS genehmigt bekommen. Der schwedische Lang-LKW mit DB Schenker ist zuhauf in Skandinavien in Anlehnung an Billsperr in dieser Farbgebung zu sehen. Auch die Klassiker kommen nicht zu kurz. Talke hat im Original mit dem MBS K94 einen Klassiker restauriert, der nach den besten Möglichkeiten auch ins Modell umgesetzt wird. Außerdem ein Formklassiker mit dem Transmaximalhängerzug im Hungaro-Kamion-Design und einem 141er Scania von ASG. Im Zubehörbereich erscheint auf mehrere Anfragen hin mal wieder der offene Gardinenplanenauflieger, hier mit neuen Staukästen und einem Zweier-Abroll-Mulden-Set in Moosgrün. Im Teileservice besteht nun die Möglichkeit, den Schweden-Kombi mit Volvo oder Scania als 4- oder 5-Achs-Anhänger selbst zu kombinieren und zu gestalten. Den umfangreichen 3-Monats-Block runden 4 Modelle für den Bereich Military ab. Eine Nachauflage der 6x6 Arox, diesmal in matter Grundfarbe und passend dazu auch undekoriert zum Selbstgestalten, sowie einem ATF Dingo in Sandbisch mit entsprechendem Camouflage und einem MAN-Löschfahrzeug, das der Platzfeuerwehr des NATO-Truppenübungsplatzes in Bergen zugeordnet ist. Dies soweit zu diesem Neuheitenpaket aus Dienhofen.